Seid ihr bereit? Ich habe eine Frage an euch. Welche Art von Aussehen gefällt euch am besten? Was würde euch dazu bringen, jemanden als umwerfend zu bezeichnen? Sagt es mir in den Kommentaren unten und in der Zwischenzeit erzähle ich euch meine Geschichte. Hallo, ich bin Penelope, aber alle nennen mich Penny. Ich war ein ganz normales Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen. Es gab Dutzende von Mädchen wie mich in unserer Stadt. Das ist nicht wahr, du bist das schönste Mädchen der Welt. Danke, Tom, aber ich weiß, dass das nicht wahr ist. Tom war mein Freund. Lacht nicht, aber unsere Liebesgeschichte begann, als wir im Kindergarten waren. Hey, Penny, willst du meine Freundin sein? Natürlich, wenn du diesen Muffin mit mir teilst. Seitdem waren wir unzertrennlich und planten sogar zu heiraten, sobald wir die Highschool abgeschlossen hatten. Ich sehe Schwierigkeiten in deiner Zukunft. Uranus in der Jungfrau. Bla, bla, bla. Das ist meine beste Freundin Helen. Sie war ein bisschen durchgeknallt. Manchmal tat sie so, als sei sie eine Wahrsagerin und redete Unsinn. Aber abgesehen davon war sie ein tolles Mädchen. Das war mein Leben. Ich hing mit Tom und Helen herum und verbrachte den Rest meiner Zeit damit, für die Schule und Koreanisch zu lernen. Ich liebte die Kultur dieses Landes und dann, eines Tages, rief mich der Direktor in sein Büro. Penny, ich habe tolle Neuigkeiten. Erinnerst du dich an den Wettbewerb, den du gewonnen hast, der bei dem euer Wissen über koreanische Tradition getestet wurde? Nun, jetzt hast du die Chance, im Rahmen eines Austauschprogramms ein Jahr lang in Seoul zur Schule zu gehen. Wirklich? Danke, Mr. Smith. Ich war überglücklich. Ich konnte nicht glauben, dass ich in ein Land gehen würde, über das ich bisher nur gelesen hatte. Meine Eltern gaben mir Einverständnis und ich packte schnell meine Sachen. Du gehst? Und was ist mit mir? Thomas ist nur für ein Jahr. Babe, das ist ein wahr gewordener Traum für mich. Natürlich waren wir beide traurig, uns zu trennen, aber Tom liebte mich und ließ mich gehen. Ruf mich an und schick jeden Tag mindestens 20 Nachrichten. Das werde ich. Diese Reise wird dein Leben verändern. Ich sehe eine Menge Versuchungen auf dich zukommen. Rückläufiger Merkur. Wow, Helen! Kannst du dich nicht einfach für mich freuen? Wir umarmten uns und schon am nächsten Tag war ich auf dem Weg nach Seoul. Juhu! Zuerst schlenderte ich durch die Stadt und starrte alles um mich herum an, um zu staunen. Die Passanten lächelten mich an und kamen sogar auf mich zu, um Selfies zu machen und zu plaudern. Es war seltsam, aber schön. Am ersten Tag an der neuen Schule kam sofort ein Typ auf mich zu. Wow, siehst du toll aus. Wie süß von dir. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön ist wie du. Immer mehr Jungs kamen auf mich zu. Sie alle lobten mein Aussehen und schlugen vor, dass wir uns besser kennenlernen sollten. Was war hier los? Ich war es nicht gewohnt, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Hatten sich Helens Vorhersagungen bewahrheitet? Und das war erst der Anfang. Nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen machten mir ständig Komplimente. Wow, du bist so schön. Ich wünschte, ich könnte so aussehen wie du. Ha Jun hatte mich dann bestimmt gefragt, ob ich mit ihm ausgehe. Das Mädchen hieß Yumi und war bis über beide Ohren in den attraktivsten Jungen der Schule verliebt. Ha Jun. Leider bemerkte er sie überhaupt nicht. Doch sobald er mich sah, platzte er heraus. Wow, mach heute keine Pläne. Wir gehen nach der Schule in den Vergnügungspark. Du hast nicht einmal nach meinem Namen gefragt. Ich werde nirgendwo mit dir hingehen. Er war jedoch hartnäckig und verfolgte mich wie ein besessener Fan. Igitt, ich hatte die Nase voll von den dummen Flirtversuchen dieses eingebildeten Typen. Ich hab einen Freund. Tu mir einen Gefallen und verschwinde. Ha Jun sah mich an und wich zurück. Ach, endlich. Doch im nächsten Moment stürmte Yumi auf mich zu. Hör mal zu, neues Mädchen. Du bist eine echte Schönheit, aber wenn du meinen Freund nicht in Ruhe lässt, wirst du es bereuen. Du, ich kochte vor Empörung, aber sie hörte nicht auf mich und ging. Toll, ich habe es geschafft, mir an meinem ersten Tag an der neuen Schule Feinde zu machen. Wütend drehte ich mich um und stieß sofort mit einem Typen zusammen. Hey, pass auf, wo du hingehst. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Da wurde mir klar, dass er blind war. Ich schämte mich furchtbar für mich selbst. Was war nur los mit mir? Es tut mir leid, mein Name ist Penny. Soll ich dich zum Unterricht begleiten? Auch wenn ich nicht sehen kann, kenne ich die Schule wie meine Westentasche. Aber ich höre deine Stimme zum ersten Mal. Du musst neu hier sein. Der Name des Jungen war Song Tae. Ich stellte mich vor und wir kamen ins Gespräch. Du hast einen netten Akzent. Ich lerne gerne Englisch und lese die amerikanische Kultur. Wirklich? Ich habe dank meiner Kenntnisse der koreanischen Kultur einen Wettbewerb gewonnen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Danach haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Song Tae war Teil eines speziellen Programms. Er war gebildeter und interessanter als alle meine neuen Klassenkameraden, die mich anstarrten, als wäre ich eine Art Berühmtheit. Wo wir gerade dabei sind. Die Dinge wurden immer verrückter. Jetzt kamen nicht nur meine Klassenkameraden, sondern auch irgendwelche Typen auf der Schule auf mich zu und machten mir Komplimente. Eines Tages musste ich sogar in ein Taxi steigen, um ihnen zu entkommen. Hallo Baby, ich hab dich so sehr vermisst. Hallo Penny, warum bist du so aus der Puste? Du siehst besorgt aus. Mir geht's gut, es war nur ein schlechter Tag. Natürlich habe ich Tom nichts gesagt, um ihn nicht zu verärgern.
Die Dinge wurden immer schlimmer. Jemand fing an, sich in der Schule mit mir anzulegen. Sie sabotierten meine Hausaufgaben, sagten den Lehrern, ich würde schummeln und sperrten mich in der Toilette ein. Ich fing an, in der Schule hinterher zu bleiben. Der Schulleiter deutete an, dass ich wegen meiner schlechten schulischen Leistung vorzeitig nach Hause geschickt werden könnte. Ich habe gehört, dass du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde dir helfen, wenn du dich mit mir verabredest. Danke, ich verzichte. Er war unausstehlich. Zum Glück hatte ich Song Tae, der mir bei den Hausaufgaben half und mich auf jede erdenkliche Weise unterstützte. Aber damit waren meine Probleme noch nicht zu Ende. Jemand hat meine Handynummer an den Gruppenchat der Schule geschickt. Alle Jungs in der Schule sind durchgedreht und haben angefangen, mich anzurufen. Ich dachte, ich würde verrückt werden. Schließlich schaltete ich mein Handy aus, bevor ich schlafen ging. Am nächsten Morgen schaltete ich mein Handy ein und sah eine Menge Nachrichten von Tom. Wo bist du? Warum gehst du nicht an dein Handy? Verheimlichst du etwas von mir? Verdammt! Unsere Beziehung hat wegen meiner nervigen Mitschüler gelitten. Ich musste etwas dagegen tun. Aber bevor mir etwas einfiel, rief mich Song Tae an. Penny, bitte komm rüber. Was ist passiert? Bitte komm einfach und sieh es dir selbst an. Beeil dich. Erschrocken rannte ich auf die Straße hinaus. Alle möglichen beängstigenden Gedanken schossen mir durch den Kopf. Dann klingelte mein Handy wieder. Song Tae, ich bin in 5 Minuten da. Wer ist Song Tae? Tom, versteh mich nicht falsch, das ist mein Klassenkamerad. Ihm ist etwas Schlimmes zugestoßen. Penny, wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Babe, später, okay? Ich ruf dich zurück. Ich lief in Song Taes Haus und sah einen mit Kerzen und Blumen gedeckten Tisch. Mein Klassenkamerad stand daneben und lächelte. Was ist das alles? Song Tae sagte schüchtern, dass er das alles arrangiert hat, um mir seine Gefühle zu gestehen. Ich habe dich nie gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass wir zwei Teile eines Ganzen sind. Willst du meine Freundin sein? Du bist sehr süß und wir haben viel gemeinsam, aber ich habe bereits einen Freund zu Hause. Du wirst immer nur ein Freund für mich sein, tut mir leid. Sag niemals nie. Eines Tages werde ich dein Herz gewinnen. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ein paar Tage später kam ein fröhlicher Song Tae auf dem Schulflur auf mich zu. Ich werde bald sehen können, kannst du das glauben? Was? Wie ist das möglich? Die Ärzte haben mich untersucht und gesagt, dass sie dank der modernen Technologie mein Augenlicht teilweise wiederherstellen können. Song Tae, das ist unglaublich. Ich freue mich so für dich. Ich umarmte meinen Freund. Er war so cool. Warte, habe ich mich in ihn verliebt? Ich hatte einen Freund, zu dem ich bald zurückkehren würde. Am nächsten Tag wurde ich ins Büro des Direktors gerufen. Ups, das war nicht gut. Penelope, deine Noten haben sich in letzter Zeit verschlechtert und ich habe keine andere Wahl, als dich nach Hause zu schicken. Oh nein, ich brach in Tränen aus und erzählte dem Direktor alles. Wie soll ich mich auf die Schule konzentrieren, wenn sich meine Klassenkameraden so verhalten? Ich weiß, was hier los ist. Unter Koreanern gibt es keine Menschen mit blondem Haar oder blauen Augen. Dein Aussehen wird dir also als einzigartig und schön angesehen. Aber natürlich, das muss es sein. Ich bat den Direktor, mir eine letzte Chance zu geben, rannte aus seinem Büro und versuchte, einen Weg zu finden, alles in Ordnung zu bringen. Dann sah ich Ha-Jun in unserem Klassenzimmer. Er nahm meine Hausaufgaben aus dem Rucksack und begann, sie zu zerstören. Hatte er mein Leben in der Schule zur Hölle gemacht, weil ich mich weigerte, mit ihm auszugehen? Dieser Mistkerl! Ich wollte ihn am Arm packen, aber Yumi kam mir zuvor. Hey, Ha-Jun, lass uns rausgehen! Lass mich in Ruhe, du bist gewöhnlich, Yumi. Ich mag nur einzigartige Mädchen. Gewöhnlich? Da hatte ich eine brillante Idee. Könnt ihr erraten, was es war? Ich setzte mir eine perfekte schwarze Perücke auf, nahm schwarze Kontaktlinsen, benutzte etwas Make-up und verwandelte mich in eine echte Koreanerin. Annyeong, mein Name ist Penny. Und es hat funktioniert. In der Schule beachtet mich niemand mehr. Jungs gingen an mir vorbei und Ha-Jun wandte sich gleichgültig ab, als er mich sah. Ah, du bist es, Penny. Du siehst heute ein bisschen blass aus. Er ließ mich endlich in Ruhe. Das Leben war wieder wunderbar. Meine Noten verbesserten sich und der Direktor änderte seine Meinung, mich nach Hause zu schicken. Das war großartig. Ich wollte Song Tae davon erzählen, aber er war seit mehreren Tagen nicht mehr in der Schule erschienen. Hey, wo bist du gewesen? Es geht mir gut. Ich bin in der Klinik und bereite mich auf die Augenoperation vor. Wir sehen uns bald wieder. Ich werde dich nach der Schule besuchen. Ich war gut gelaunt und rief Tom an, um mit meiner Verwandlung zu prahlen. Na, gefällt dir mein neuer Look, Babe? Dein Alter hat mir besser gefallen. Es war offensichtlich, dass etwas meinen Freund verärgert hat. Wahrscheinlich war es meine Schuld. Schließlich hatte ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht viel mit ihm gesprochen. Es tut mir leid, Tommy. Jetzt wird alles wieder gut. Ich werde bald zurück sein. Ein paar Monate vergingen. Niemand störte mich mehr in der Schule, sodass ich ohne Probleme weiterlernen konnte. Nach der Schule besuchte ich Song Tae in der Klinik.
Er erholte sich gerade von der Operation und konnte bereits die vagen Umrisse der Dinge um ihn herum erkennen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich half ihm mit dem Lehrplan Schritt zu halten und wir verbrachten viel Zeit miteinander. Songtae war immer noch an mich verliebt. Ich hatte auch etwas für ihn übrig, aber ich konnte Tom nicht hintergehen. Übrigens haben Tom und ich uns versöhnt. Wir schrieben uns ständig Nachrichten und riefen uns jeden Abend an. Tom hat mir von seinem und Helens Leben ohne mich erzählt. Egal was passiert, hör nicht auf ihre Vorhersagen. Und dann kam Songtae zurück in die Schule. Er trug zwar eine riesige Brille, aber er konnte sehen. Sobald er zurückkam, führte ich ihn durch die Schule. So sieht unser Klassenzimmer aus und das ist unser Schulleiter. Und so siehst du aus. Ich kann dich jetzt sehen. Ich wurde rot. Songtae lächelte so aufrichtig, dass mein Herz zitterte. Ich fühlte mich auch ein wenig schuldig, da es nicht mein wahres Aussehen war. Um ehrlich zu sein, befürchtete ich, er würde sich auch seltsam verhalten. Also trug ich meine Perücke und meine Kontaktlinsen, als wir durch die Stadt gingen. Dann kamen die Frühlingsferien. 3 ganze Tage ohne Schule. Ich vermisste Tom schrecklich, also beschloss ich, ihn zu überraschen. Ich kaufte ein Flugticket, sagte meinem Freund aber nicht, dass ich kommen würde. Ich flog nach Hause und eilte zu Toms Haus. Ich sah ihn schon von Weitem und wollte gerade seinen Namen rufen, als... Was war das? Helen kam auf Tom zu, umarmte ihn und er küsste sie sanft. Mein Freund hat mich mit meiner besten Freundin betrogen. Wie konnten sie mir das antun? Tom, was machst du da? Penny, was machst du denn hier? Ich wollte dich überraschen, aber du bist mir weit voraus. Es zu leugnen war sinnlos. Es stellte sich heraus, dass sie schon seit einer Weile zusammen waren. Sie begannen heimlich miteinander auszugehen, bevor ich abreiste. Jetzt war mir klar, was Helen meinte, als sie sagte, meine Reise würde mein Leben verändern. Sie hat mir meinen Freund gestohlen. Es tut mir leid, Penny. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber dann wurde ich wütend auf dich und habe meine Meinung geändert. Es scheint, als hätte dir unsere Beziehung nichts bedeutet. Ich drehte mich um und ging. Der Anblick dieses Verräter war unerträglich. Ich blockierte sie und flog einen Tag später zurück nach Südkorea. Ich war in einer schrecklichen Stimmung. Aber alles änderte sich, als Songtae mich am Flughafen abholte. Er nahm mich mit in ein Restaurant und wir hatten ein romantisches Dinner. Da ich keinen Freund mehr hatte, konnte ich mit Songtae zusammen sein, aber ich wollte nicht, dass unsere Beziehung auf einer Lüge aufbaut. Ich muss dir etwas sagen. So sehe ich eigentlich nicht aus. Was meinst du? Gib mir eine Minute und ich zeige es dir. Ich ging auf die Toilette, nahm meine Perücke und meine Kontaktlinsen ab, wusch mein Make-up und kam zurück. Ich spannte mich an, aber Songtae verhielt sich nicht wie ein besessener Psychopath. Er lächelte nur. Du bist immer noch schön. Wie kannst du so ruhig sein? Ich sagte, dass alle Jungen in der Schule mich anstarren, wenn ich so aussehe, und erzählte ihm von der Erklärung, die der Direktor mir für ihr Verhalten gegeben hatte. Unter den Koreanern gibt es keine Menschen mit blonden Haaren, also finden mich alle hier sehr schön. Jetzt verstehe ich es. Ich habe mein Augenlicht verloren, als ich noch sehr jung war. Also macht es für mich keinen Unterschied. Unglaublich. Songtae war der Einzige, der sich von meinem Aussehen nicht beeindrucken ließ. Ich umarmte ihn und wir wurden ein Paar. Ich war wieder ich selbst. Natürlich machten sich meine Klassenkameraden wieder an mich heran, aber Songtae beschützte mich vor allem wie ein echter Retter. Mit der Zeit hörte ich auf das Interesse aller an mir zu achten. Außerdem fühlte ich mich jetzt viel selbstbewusster. Bevor ich nach Korea kam, hatte ich immer gedacht, ich sei völlig unscheinbar. Ich ging ein ganzes Jahr lang in Südkorea zur Schule. Aber schließlich wurde es Zeit für mich nach Hause zu gehen. Songtae war traurig, weil er mich nicht gehen lassen wollte. Ich wollte mich auch nicht von ihm trennen, aber es gab nichts, was ich tun konnte. Ich konnte nicht länger in Seoul bleiben. Am Flughafen hielten wir uns lange an den Händen und Songtae versprach, dass wir uns bald wiedersehen würden. Ich werde einen Weg finden. Warte nur auf mich. Natürlich, Babe. Ich werde dich so schnell nicht vergessen. Ich stieg in ein Flugzeug und flog zurück nach Hause. Zuerst saß ich nur in meinem Zimmer und tat mir selbst leid. Wir schrieben uns weiterhin Nachrichten und trennten uns nicht, aber es war schwer, so weit voneinander entfernt zu sein. Die Sommerferien vergingen wie im Flug und ich kam zurück an meine alte Schule. Ich sah Tom und Helen wieder, aber ich war nicht mehr wütend auf sie. Schließlich lernte ich dank ihnen jemanden kennen, der mich wirklich liebte. Wir fingen sogar wieder an zu reden und ich sagte ihnen, wie sehr ich Songtae vermisste. Ich sehe ein unerwartetes Treffen in deiner nahen Zukunft. Die Sterne haben sich gefügt. Oh, Helen, bitte fang nicht wieder damit an. Ich glaube nicht an deine Vorhersagen. Mein Handy hat geklingelt. Es war Songtae. Hallo, meine Liebe. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten für dich. Ich werde dieses Jahr auf deine Schule gehen. Was das ist? Oh. Ich quietschte vor Freude und Helen und Tom sahen mich an, als wäre ich verrückt. Ich zählte die Tage bis zu Songtaes Ankunft und träumte davon, wieder seine Klassenkameradin zu sein. Und dann kam er endlich. Siehst du, ich habe mein Versprechen gehalten. Wir sind wieder zusammen. Ich bin so froh, dass du mich nicht vergessen hast. Die Entfernung hat unsere Beziehung nicht zerstört.
Ich habe Song Tae die Stadt gezeigt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und dann... Wow, du siehst toll aus. Wie nett von dir. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut aussieht wie du. Was? Das kann nicht sein. Meine Mitschülerinnen haben den Verstand verloren, als sie meinen Freund sahen. Alle wollten ihn kennenlernen. Schließlich gab es in unserer Schule niemanden, der so aussah wie er. Penny, ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Ich schon. Komm schon, wir müssen in die Mall gehen. Warum? Um dir eine Perücke und Kontaktlinsen zu kaufen. Die Schönheitsstandards unterscheiden sich von Land zu Land. Es kann sein, dass euer Aussehen an einem Ort nicht auffällt, während es an einem anderen Ort als unglaublich gilt. Wir mögen zwar unterschiedlich aussehen, aber eigentlich sind wir uns alle ziemlich ähnlich. Findet ihr nicht auch?